Ja, hallo und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Ja, heute möchte ich mit euch eine Gemüselasagne machen und zwar eine Gemüselasagne Low Carb. Low Carb deshalb, weil die herkömmlichen Lasagneplatten, die ihr kennt, also gibt es ja in Spinat und in normale Nudeln, in Helmteig, die werden ausgetauscht in Eierplatten. Das heißt, ihr braucht für die Eierplatten 10 Eier. Die werden dann aufgeschlagen, auf ein Backblech gegeben, mit Backpapier vorher ausgelegt und dann werden die im Backofen gestockt. Die schneidet ihr dann halt in, ja, in Anführungsstrichen Lasagneplatten und verwendet die ganz normal, wie ihr die normalen Lasagneplatten natürlich auch verwenden würdet. Ja, also es gibt einiges an Gemüse, was ich hier schon rausgelegt habe und ich möchte heute wieder den Dicer nutzen. Das heißt, also ich finde den natürlich wieder ideal für die gleichmäßigen Würfel, die natürlich auch gleichmäßig gegart werden müssen, um halt ein perfektes Garergebnis zu bekommen. Ja, also es wird so sein, es wird alles gewürfelt und dann kommt es im Topf und muss erstmal für eine Stunde circa vor sich hin köcheln. Ja, und wie ich das mache und was es für Zutaten sind, die ich hier nutze, zeige ich euch jetzt. So, ihr braucht eine Menge an Gemüse. Wir fangen mal an. Und zwar habt ihr hier einen Staudensellerie. Da, glaube ich, brauche ich aber wirklich nicht den ganzen. Ihr habt hier Möhren, Tomaten, drei Paprika, rot, gelb, orange oder auch eine grüne, wie ihr mögt. Ihr habt Zucchini. Die Mengen von dem Gemüse werde ich euch nochmal in die Infobox schreiben. Das muss ich nochmal absehen. Auf jeden Fall sind das schon mal die Sorten, die ich hier nutze. Normalerweise gehört da noch eine Aubergine bei, aber ihr könnt natürlich bei dem Gemüse, wie ihr wollt, wählen. Also das ist jetzt hier nicht, das ist jetzt nur meine Mischung. Ihr könnt natürlich Gemüse wählen, wie ihr das gerne mögt. Dann haben wir hier 10 Eier für die Eierplatten. Natürlich hier auch zwei Zwiebeln, die gehören eigentlich zu dem Gemüse. So, machen wir das mal so. Salz, Pfeffer, einen Beutel Gratin-Käse oder Gouda. Dann habt ihr hier 400 oder sind das hier 500 Gramm passierte Tomaten. Zwei Becher Creme Fraiche. Creme Fraiche, also A jetzt hier 200 Gramm. Basilikum, Oregano, Paprika edelsüß, ein Lorbeerblatt und eine 3/4 Tube Tomatenmark. Und zwei Knoblauchzehen. Wenn ihr die nicht mögt, lasst die einfach weg. Ja, wie gerade schon gesagt, das Gemüse wird in Würfeln geschnitten, in einem Topf angebraten, mit der Tomatensauce übergossen, mit den Gewürzen abgeschmeckt und dann wird das Ganze in einem Topf erstmal so circa eine Stunde schön einkochen. In der Zwischenzeit werde ich die Eierplatten vorbereiten und hole ich gleich dazu, wenn ich das Gemüse im Topf habe und zeige ich das nochmal, wie das aussieht. Und dann würde ich sagen, hole ich euch gleich dazu. So, ich habe jetzt das ganze Gemüse in einem Topf angebraten, habe die ganzen Gewürze dazu gegeben und das Ganze köchelt jetzt circa eine Stunde vor sich hin, bis das Gemüse halt weich gekocht ist. Wenn möglich mit dem Deckel. Also mehr Flüssigkeit muss hier auch nicht rein, weil das Gemüse gibt noch ein bisschen Flüssigkeit ab und die Masse soll jetzt auch nicht ganz zu dünn sein. Seht mal, schaut mal, wie schön das geworden ist durch diesen Nicer Dicer, wie gleichmäßig die Würfel wieder sind. Bin ich immer wieder begeistert. So, jetzt schließen wir den Deckel. Jetzt schließen wir den Topf, nicht den Deckel. So, und dann zeige ich euch, was mit dem Ei passiert. So, ich habe jetzt die 10 Eier verquirlt mit Salz, Pfeffer und ein wenig Muskatnuss. Und diese Eimasse wird einfach jetzt mit einem Backpapier ausgelegten Backblech gegossen. Ruhig schön verteilen. So. So, und dann verteilt ihr einfach dieses Backblech, schwenkt ihr einfach etwas hin und her, dass quasi die Masse sich auch überall so ein bisschen verteilen kann. So, und das gebt ihr jetzt bei
180 Grad circa 20 Minuten in den Backofen. Also bis das Ei jetzt hier gestockt ist, also bis es obendrauf nicht mehr wabbelig ist, sondern komplett gestockt ist. Am besten macht ihr das auch per Sichtkontakt und schaut, ob das Ei komplett durchgestockt ist. Wenn das Ei gleich fertig ist, dann hole ich das raus, zeige euch das nochmal, wie das geschnitten wird. Ja, dann würde ich sagen, bis gleich. So, da bin ich wieder. Die Eierplatten sind jetzt fertig gestockt. Ich habe auch wirklich nur 12 Minuten gebraucht. Ja, ich habe sie jetzt also, wie ihr sehen könnt, einmal längs geschnitten und einmal quer. 4, 5, 6, 7, 8 Stück habt ihr jetzt da raus bekommen. Ihr könnt die natürlich auch kleiner schneiden und somit könnt ihr die dann hier einmal lösen und habt dann halt diese fertigen Platten, die ihr gleich zum Schichten der Masse benutzen könnt. Gut, dann würde ich sagen, hole ich euch gleich dazu, wenn wir die Lasagne schichten. Bis gleich. So, da bin ich wieder. So, das Gemüse ist jetzt gar, also jetzt nicht ganz weich, sondern noch ein bisschen bissfest. Und hier habe ich die Eierplatten. So, und das werde ich jetzt einfach so ein bisschen schichten. Und dann schauen wir mal. Zuerst nehmen wir was von der Masse, verteilen das. Also ihr könnt auch eine flache Auflaufform nehmen. Das ist euch völlig selbst überlassen. Ich habe gerne eine hohe Auflaufform. Da ist die Lasagne ein wenig dicker. So. Und dann nehmen wir einfach die Platten und legen die hier drauf. Müsst ihr halt schauen, wie ihr dann hinkommt. Ich zeige euch das dann gleich nochmal. Wieder eine Schicht. Solltet ihr etwas überhaben von der Masse, also von dem Gemüse, ist das überhaupt kein Problem. Das kann man problemlos einfrieren und bei Bedarf für ein anderes Gericht wie Ratatouille oder sogar, ich sag mal so, als Beilage nehmen oder halt Reis oder Nudeln zu kochen. Das ist überhaupt kein Problem, das einzufrieren. So, nochmal eine Platte. Schaut. Ja, es kommt jetzt nicht ganz so hin, ist aber auch nicht tragisch. Bei mir kommt die Masse auch nicht ganz aus. Ich habe auch ein bisschen viel, glaube ich. So, da nochmal eine Platte. Dann machen wir das mal so. So, seht ihr? Ja, ein bisschen habe ich über. So, stellen wir das mal weg. Dann kommt das Creme Fraiche drauf. Die zwei Becher, die werden dann verteilt. So, schiebe ich auch mal beiseite. Und zum Schluss der Raspelkäse. Und die Form ist gut voll. Macht aber nichts. Soll ja auch für 2 Tage sein. So. Das geht auch mal weg. Und der Käse kommt dann auch drüber. So. Sieht jetzt schon lecker aus. Ja. So, das war's. So sieht das jetzt aus. Komplett voll. So. Jetzt stellen wir das Ganze in den Backofen für, ja, ich sag mal so, eine halbe Stunde bei 190 Grad.
Wenn die Lasagne fertig ist, zeige ich euch nochmal, mache ich nochmal ein Foto und zeige die euch nochmal, schneide sie nochmal an und dann werden wir natürlich wie immer den Geschmackstest machen. Also bis nachher. So, da bin ich wieder. Und zwar habt ihr ja auf dem Foto gerade schon gesehen, die fertige Lasagne. Und ich habe mir jetzt ein Probierstück auf einen Teller gepackt und werde das jetzt mal mit euch testen. Zeige euch das mal. So sieht das jetzt aus. Ja, relativ hoch. Wir probieren das jetzt mal. Kurz was abmachen hier. So. Sehr lecker. Also die Eierplatten sind wirklich lecker auch dazu. Was ihr natürlich machen könnt, ihr könnt natürlich die Dicke der Eierplatten beeinflussen, indem ihr halt die Eier reduziert oder auch erhöht. Ich probiere das noch einmal. Sehr lecker. Sehr lecker. Upsala. So. Nee, alles sauber. ja, also wirklich gelungenes Gericht. Was ihr natürlich auch machen könnt, ihr könnt natürlich auch eine Bechamelsoße selber machen und darüber packen. Ich verzichte jetzt darauf, weil das ist mir zu viel Arbeit und ich finde es auch relativ kaloriengehaltvoll. Also das brauche ich jetzt nicht. Mir ist gerade noch eingefallen, was ihr machen könnt mit dem Rest der Masse. Also ich finde, diese Masse, wenn ihr die überhaupt, ihr könnt sie natürlich einfrieren, wie gerade schon erwähnt, oder ihr könnt die natürlich auch als Pizzabelag nehmen. Also anstatt Tomatensoße nehmt ihr einfach den Belag mit dem Gemüse und belegt den halt ganz normal wie gewohnt. Ja, ich finde das Gericht sehr lecker, muss ich sagen. Ihr könnt natürlich auch da wieder eurer Fantasie freien Lauf lassen. Zum Beispiel hätte ich jetzt da noch eine Aubergine reingeben können. Die hatte ich aber jetzt nicht mehr bekommen. Also habe ich dann halt ein bisschen mehr von den Zucchini reingepackt. Und also da könnt ihr wirklich auch, ja, wie gesagt, variieren, wie ihr das möchtet. Ja, also wieder, wie gesagt, ein gelungenes Gericht. Und Low Carb, also was will man mehr? Ja. Ich sage mal vielen Dank fürs Zuschauen und ja, ein paar Low-Carb-Rezepte habe ich jetzt noch im Petto und wenn ihr sie sehen möchtet oder wenn ihr vielleicht noch mehr sehen möchtet von den Rezepten, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und aktiviert einfach die Glocke, weil dann bekommt ihr eigentlich immer die neuen Videos von mir, die ich dann hochlade. Ja. Schön war es mit euch und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.